herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Das ist der Abschlussabend unserer Foto-Challenge Wintermärchen. Die Idee zur Wintermärchen-Challenge ist in einem internen Pitch im Büro Bernin entstanden. Es wurden 9 Instagrammer ausgewählt, die in die 9 Bundesländer gereist sind. Und heute Abend dürfen wir das Ergebnis live sehen. Also ich habe mich natürlich super gefreut über die Anfrage, die da kam, und fand das ganze Konzept und die Idee dahinter super. Und ich freue mich total, hier zu sein. Vor allen Dingen auch, dass Blogger oder Instagrammer aus ganz verschiedenen Kategorien an dem ganzen teilgenommen haben. Also wirklich von Foodblogger über Nachhaltigkeit, über eine Katze. Also das Ganze fand ich auf jeden Fall mega spannend. Was noch besonders herausgestochen ist für mich, ist auch der Bewertungsprozess gewesen. Es gab ja 4 Säulen sozusagen. Die erste Säule war ich, dann die zweite Säule war Österreich-Werbung und dann gab es noch ein Instagram-Voting und am Ende durften die Creator noch selber abstimmen. Also wirklich 4 Faktoren, die damit reingespielt haben und am Ende wurde daraus der Sieger gekürt. Jeder Instagrammer hat seine eigene Geschichte zur Entstehung des Bildes erzählt und dieses Gesamtensemble, also das Bild, die Geschichte dazu, die Menschen, die dahinter stehen, das garniert mit ein paar Köstlichkeiten aus unserem Land und einer wunderbaren Hafenmusik zur Abrundung. Das gibt einen ganz wunderbaren Abend. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dem Team zu arbeiten. Ich finde es halt ganz, ganz toll, dass es 2 Gewinner gibt. Ja, das Ganze war auf jeden Fall eine mega organisierte Sache. Also hat sehr Spaß gemacht.